Ausgerechnet die Hatred-Macher Destructive Creations, die nicht nur mit ihrem grenzwertigen Amoklauf-Shooter, sondern auch mit IS-Defend und dümmlichen Aussagen ihres CEOs Jaroslaw Zielinski zu neonazistischen Gruppierungen in Polen weniger positiv aufgefallen sind, versuchen sich jetzt an Mittelalter-Echtzeit. Und vor allem in der Inszenierung ihrer Kernkompetenz, nämlich kompromissloser Gewalt, ist Ancestors Legacy ähnlich brachial wie Company of Heroes. Wenn sich Wikingerkrieger, Angelsachsen, Deutschritter und Slawen auf den Schlachtfeldern begegnen, geht es unheimlich wuchtig zur Sache. Ähnlich wie bei Total War prallen hier Gefechtslinien aufeinander, Soldaten behaken sich in choreografierten Duellen, Äxte krachen auf Schilde, Speere spießen anstürmende Feinde auf und gepanzerte Kavallerie bricht erbarmungslos durch Formationen. Durch die Reduktion der Gefechte auf die kleine Gruppe, jede Einheit umfasst nur knapp ein Dutzend Krieger, insgesamt können nur 10 Einheiten kontrolliert werden, gelingt in Polen dabei etwas, an dem Creative Assembly in den vergangenen Ablegern ihrer großen Strategiereihe scheiterte: die Gewalt der Schlachten anschaulich zu transportieren. Vor allem in der extrem nah an die Action heranzoombaren Kamera werden die packenden Kämpfe zu einem bluttriefenden Schlachtfest, das auch vor den Zivilisten der im Zentrum der Karte stehenden Dörfer keinen Halt macht. Natürlich ist das im Grunde genauso effektheischend und ebenso offensichtlich provokant wie bei Hatred, erzeugt in diesem Fall aber ein erheblich glaubwürdigeres Bild eines Wikingerüberfalls als die menschenleeren Siedlungen bei Total War Saga Thrones of Britannia. Die schwer zu verteidigenden Dörfer bilden auf den Karten die Ressourcenknotenpunkte. Wird ein Dorf erobert, können Bauern zu nahegelegenen Feldern, Eisenvorkommen oder Wäldern geschickt werden, um die Rohstoffe abzubauen. Die Zivilisten, die oftmals außerhalb der Palisaden schuften, sind natürlich besonders anfällig für feindliche Übergriffe, zudem es mit nur 10 Trupps schwierig ist, die Offensive und Defensive gleichermaßen gut auszustatten. Somit wechseln schon in der Kampagne die kleinen Ortschaften regelmäßig den Besitzer. Das erzeugt ähnlich dynamische Situationen wie bei dem offensichtlichen Vorbild Company of Heroes, wo ebenfalls kleine Trupps um wichtige Ressourcen und Eroberungspunkte ringen. Rudimentären Basisbau gibt es ebenfalls, allerdings kann die Handvoll wählbarer Gebäude im Feldlager nur automatisch an vorgesehenen Stellen platziert werden. Auch Abwehrtürme können nicht frei, sondern nur an vorgegebenen Orten errichtet werden, sodass es unmöglich ist, sich nur mit Türmen einzuigeln. Die Kampagne überrascht dabei mit ihrem Umfang. In derzeit 6 Minifeldzügen, die sich über verschiedene Zeitperioden, vom Frühmittelalter um das Jahr 800 bis zum Spätmittelalter im Jahr 1250 erstrecken, zieht man mit einer der 4 Fraktionen in je 5 Missionen in die Schlacht. So wollen zum Beispiel die Wikinger das legendäre Kloster Lindisfarne überfallen, treiben mit ihren Langbooten im Sturm aber ab und müssen sich zunächst hinter feindlichen Linien der northumbrischen Angelsachsen zurechtfinden und eine Armee aufstellen, um die Verteidigung der Klosteranlagen zu überwinden. Die Missionen sind zumeist stark geskriptet und folgen bis auf wenige Ausnahmen einem linearen Pfad. So sind zum Beispiel die Mauern einer Festung nur an einer Stelle per Katapult zerstörbar, was vorberechnete Engstellen entstehen lässt, an denen intensive Kämpfe entbrennen. Die Entwickler geben sich durchaus Mühe, ihre Missionen in historische Hintergründe einzubetten und mit Helden verleihen sie dem Krieg auch persönliche Geschichten, die allerdings eher oberflächlich erzählt werden. Das Missionsdesign bietet dabei den typischen Genreschnitt. Mal muss man mit einzelnen Heldeneinheiten ein Lager infiltrieren und außer Sichtweite der Wachen bleiben. Mal müssen Abwehrstellungen zerstört werden, bevor sie Langboote auf den Meeresgrund schicken können, und mal müssen Stellungen für eine bestimmte Zeit gehalten werden. Besonders häufig haben die Polen allerdings folgenden Missionstyp genutzt: eine schwer befestigte Anlage im Zentrum der Karte, drumherum mehrere Dörfer, die zunächst erobert werden müssen, um genug Ressourcen für den finalen Ansturm bereitzustellen. Währenddessen rennt die KI immer wieder mit geskripteten Wellen gegen den Spieler an. Das sorgt zwar kurzzeitig für Spannung, wird aber spätestens bei der 5. Minimalvariation der Dorferoberung zu einem Abklappern einer auswendig gelernten Checkliste. Zudem unterscheiden sich die Missionen der Zeitlinien nicht wirklich voneinander. Ob ich jetzt mit Rudolf Raubritter jage oder mit den Wikingern den Angelsachsen das Leben verkürze, hat nur visuelle Auswirkungen. Schlachtverlauf oder Vorgehensweise bleiben gleichförmig, da auch das Missionsdesign in alten Mustern verharrt. Pro Fraktion gibt es außerdem nur wenige Einheiten. So können zum Beispiel die Wikinger gerade einmal 6 verschiedene Truppentypen ausheben, sodass auch eine Variation der eigenen Angriffsplanung kaum möglich ist.
Einige Einheiten haben immerhin Spezialfähigkeiten. Schildträger können zum Beispiel Pfeilbeschuss blocken und Berserker senken die Moral der Feinde. Es gibt allerdings keine Möglichkeit, Formationen zu beeinflussen oder die eigenen Truppen mit Spezialwaffen auszurüsten. Zwar gibt es ein sehr rudimentäres Upgrade-System, dies aber nur für die Rüstungen der Soldaten, die in 2 Stufen verbessert werden können. Zudem steigen die Trupps im Rang auf und können anschließend entweder Verbesserungen für den Angriff, die Defensive oder die Bewegungsgeschwindigkeit erhalten. Das ist cool, da es die Bindung zu den eigenen Streitkräften fördert. Man zieht wertvolle Trupps, ähnlich wie bei Company of Heroes, eher zu eigenen Stützpunkten zurück, um sie mit einzelnen Soldaten zu verstärken, ehe sie im Gefecht aufgerieben werden. Das Problem dabei? Die Truppen werden nicht in die nächste Mission mitgenommen, sodass schon für die nächste Schlacht genau der gleiche Prozess beginnt. Immerhin gibt es dynamische Wechsel zwischen Tag und Nacht, die sich dramatisch auf die Sichtlinien der Truppen auswirken und den einen oder anderen Überraschungsangriff ermöglichen. Schön ist zudem, dass die Angriffsrichtung eine wichtige Rolle spielt. So bricht die Moral der Trupps zusammen, wenn sie in den Rücken oder in die Flanke attackiert werden, was sie im Kampf deutlich weniger effektiv macht. Zudem sollten Bogenschützen nicht in den Nahkampf feuern, da Eigenbeschuss weder gut für die Moral noch für die Gesundheit der eigenen Krieger ist. Die Balance verlässt sich dabei auf das klassische Schere-Stein-Papier-Prinzip. Speerträger sind vernichtend für Kavallerie, Schildträger effektiv gegen Speerträger und Kavallerie mit ihrem brutalen Ansturm zerstörerisch im Einsatz gegen Schildträger. Jedes Volk hat zudem bestimmte Vor- und Nachteile, wie teurere, aber haltbarere Gebäude oder späteren Zugriff auf Upgrades.